Wissenschaftler beabsichtigen vielleicht, die Sonneneinstrahlung zu verdunkeln, indem man Schwefel ausbringt. Hochinteressant natürlich auch die Symbolik, die dahinter steht. Verdunkeln mit Schwefel, das ist doch alles schon irre. Und wer sich mit den Chemtrails beschäftigt, die ja inzwischen auch zugegebenermaßen stattfinden, es gibt eine UN-Resolution gegen Chemtrails, und ihr könnt im neuen aktuellen Programm der Grünen lesen, dass dort auch die Chemtrails auftauchen als Thema. Und man weiß inzwischen, dass in diesen Chemtrails Nanopartikel mit Spiegelfunktion verteilt werden. Es geht darum, diese Sonnenenergie aufzuhalten. Nach meiner Überzeugung bekommt deswegen genau die Entwicklung, in der wir erleben, die richtige Geschwindigkeit. Die sorgen dafür, dass es sanft geschieht. Die meinen es natürlich nicht gut, keine Frage. Aber jeder erfüllt seinen Teil in dieser Story. Und es muss genauso sein. Aber es zeigt, es sind alles Indizien, dass hier Dinge ablaufen, die genau das bestätigen, was die Mayas uns da hinterlassen haben. Wobei hinterlassen schon gar nicht ganz stimmt, denn die Mayas sagen von sich selbst, sie seien Zeitreisende. Äußerst interessant. Das wird alles sehr mystisch und sehr eigenwillig. Wir sprechen im Moment über das Äußere und wir sprechen über etwas, was in Wirklichkeit illusionär ist. Viele Christen befürchten die Apokalypse. Die Apokalypse heißt übersetzt Aufdeckung und meint genau das Gleiche. Gucken wir weiter, was ich mitgebracht habe. Dämpfer ausgestiegen und auf einmal war für Millionen Jahre wieder alles tot. Das, was wir jetzt hier erleben, das ist nicht mal ein Kräuseln am Ozean, wenn man das vergleichen will.